Hallo. Hi, willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anja und Ilan und willkommen in unserem Haus. Das steht jetzt schon seit einigen Wochen hier. Und ja, wir wollten uns mit einem Update melden, beziehungsweise euch daran teilhaben lassen, wie es mit der Reise in Ausbau weitergeht. Was kommt überhaupt alles mit? Wie viel Platz brauchen wir dafür? Wie schwer ist es? Wir möchten euch gerne daran teilhaben lassen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch weiter und legt gleich los. Beginnen wir mit der Basis des Ganzen, und zwar der Versorgung. Damit haben wir zumindest begonnen, weil wir das Gefühl hatten, bevor das nicht klar ist oder bevor das nicht irgendwie verlegt worden ist, können wir uns dem Innenausbau eigentlich nicht widmen. Da geht es um Strom, Wärme, Luft und Wasser. Im Punkto Strom, welche Anschlüsse, welches Licht, wo sind die Steckdosen, wie autark wollen wir tatsächlich sein und welche Lichtschalter bauen wir wo ein. Dann das Thema Wärme, wollen wir mit Strom heizen, mit Gas heizen, eine Konvektions- oder Strahlungsheizung. Dann das Thema Luft natürlich, wir müssen eigentlich den ständigen Luftaustausch hier im Haus gewährleisten, da wir ja auch diffusionsgeschlossen gebaut haben, erst recht. Aber grundsätzlich auf so einem kleinen Raum, also eine dezentrale Wohnraumbelüftung. Dann das Thema Wasser. Das Thema Wasser ist wirklich der Wahnsinn. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir wollen in irgendeiner Form unser Wasser wieder aufbereiten, es quasi in unserem Kreislauf halten, also es recyceln so gut wir können. Wie können wir Wasser sparen? Welche Tanks, welche Pumpen bauen wir ein? Wie können wir auch Energie sparen? Ihr seht, es ist riesig. Dazu dann mehr in einem anderen Video, wenn auch wir da nochmal ein großes Stück weiter sind. Die nächste Ebene oder das, was für uns dann als nächstes käme, sofern die Versorgungssysteme dann geklärt und eingebaut sind, ist die Basiseinrichtung. So haben wir sie jetzt einfach mal genannt. Dazu gehören für uns dann die Raumteiler, die Verkleidungen an bestimmten Stellen oder auch entsprechende größere Möbel. Im Detail jetzt zum Beispiel das Küchenpodest, welches wir einbauen werden. Wird es mit Schubladen oder mit Klappen, die man von oben aus öffnen kann, gestaltet und aufgebaut? Wie ist es mit den Küchenblöcken an sich? Nehmen wir 60x60 Blöcke, andere Maße, nehmen wir Hängeschränke? Wie groß und wie tief sollen die sein? Wie schwer werden sie sein? Dann aber auch, wie gesagt, die Wände, die wir ziehen werden im Badezimmer, die entsprechenden Schiebetüren, weil wir auch platzsparend arbeiten möchten. Und dann im Minizimmer auch die Treppe, die zum Loft hochführt. Und so weiter. Wir blenden den Rest einfach nochmal mit dazu ein, was uns bisher in den Sinn kam. Dann kommt der nächste Bereich, und zwar EG-Geräte. Also E steht für Elektro und G für Gas. Haben wir uns jetzt mal so ausgedacht. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil wir unfassbar gerne mit Gas kochen. Es gibt auch andere Geräte wie der Kühlschrank zum Beispiel. Den könnte ich auch theoretisch über Gas betreiben. Die Frage ist natürlich, wie erzeugen wir unseren Strom? Das wissen wir noch nicht zu 100%. Wir haben einige Verbraucher wie unseren Wasseraufbereiter oder Waschtrockner, den wir mit eingeplant hatten. Das E-Piano, das ist tatsächlich sehr wichtig. Vom Sonst Gewicht, aber auch vom Platz, ne? Das wird echt eine Herausforderung. Küchenmaschinen haben wir auch einige. Also da müssen wir uns echt Gedanken machen. Als nächstes geht es dann eigentlich für uns mit den Möbeln erstmal weiter. Möchten wir im Wohnbereich einen Couchtisch, der vielleicht höhenverstellbar auch als Esstisch benutzt werden kann? Oder wie ist es im Küchenbereich? Möchten wir eine Art Bar einrichten oder auch eine Couch? Vielleicht hat die aber auch noch einen integrierten Wassertank. Also all diese Dinge kommen noch mit rein. Was wir auf jeden Fall wissen, im Schlafloft wird es einen Lattenrost mit Matratze geben, aber auch Stuhl, Gästebett vielleicht im zweiten Zimmer. Vielleicht machen wir das auch erst später. Das hängt wie immer auch ein bisschen vom Gewicht und vom Geld und vom Platz ab. Und ja, unseren Kleiderschrank oder unsere Kleiderkommode, wie wir es nennen, weil wir eigentlich primär unsere Kleidungsstücke nach Marie Kondo einrollen. Das ist eine bestimmte Falltechnik. Und die ich noch nicht beherrsche, aber Anja. Wir bessern uns. Und genau, wir im Prinzip kaum was aufhängen müssen. Das ist schon mal ganz gut. Und als letzte Kategorie haben wir Sonstiges. Alles andere. Ja, also wirklich alles andere, was ich eigentlich auch rausräumen kann, wenn wir mal auf Reisen gehen wollen. Das ist ja eigentlich das Thema. Also wir haben ja auch das Haus auf ein mobiles Leben quasi erbauen lassen für uns. Und da spielt natürlich der Punkt Gewicht eine ganz wichtige Rolle. Wie ist die Lastenverteilung hier im Haus? Wichtig natürlich auch, wie viel Platz benötigen die. Der Preis spielt immer eine Rolle, klar. Welches Material nehmen wir? Und ja, Multifunktionalität. Also jedes Möbelstück, welches fest
ich sag mal, verankert ist mit dem Haus oder fest verbunden ist mit dem Haus, sollte auf jeden Fall 2 oder 3 Funktionen haben, wenn möglich. Und ja, das ist auch ganz wichtig. Bei uns wird ein großer Teil auch Verbinder sein oder auch der Boden, der noch später reinkommt, weil jedes Möbelstück fest mit dem Haus verbunden sein muss, wenn wir es wirklich bewegen wollen. Also auch das ist dann nochmal eine Herausforderung, zu schauen, wie und wo befestigen wir es, dass es dann bei der Fahrt auch sicher stehen bleibt, dass die Teller sich nicht bewegen, dass das Besteck seinen festen Ort hat. Also jede Kleinigkeit braucht seinen festen Platz. Wir wollen einfach nicht alles rausräumen müssen. Das war uns wichtig. Genau. Dass wir nicht so viel Arbeit haben, wenn es mal auf die Reise geht. Wir haben hier mit 4 Gewichtszonen gearbeitet. Ich nenne sie jetzt mal so. Wir haben ja einmal die Küche vorne an der Deichsel. Dann kommt das Wohnzimmer mit der großen Doppelflügeltür. Dann unser Badezimmer. Darüber das Loft. Darüber das Loft, genau. Und dann das zweite Zimmer. Und das sind so die 4 Zonen, wo wir eben schauen müssen, wie verteilen wir das Gewicht, was kommt wo rein. Also die Küche, wissen wir, wird ein sehr, sehr schwerer Ort sein. Wir versuchen natürlich, die so leicht wie möglich zu bauen, aber allein das Podest wird sicherlich auch ein bisschen Gewicht mit sich bringen. Kurz vor dem Badezimmer befinden sich die Achsen und da könnte eigentlich noch ein bisschen Gewicht hin. Im Badezimmer haben wir einen, ich sag mal, ja, 60x60x2 Meter Schrank vorgesehen, wo dann auch ein Großteil der Technik verbaut werden könnte. Aber das werden wir dann, wie gesagt, dazu mehr zu einem späteren Zeitpunkt, aber das würde funktionieren. Im zweiten Zimmer, da ist ja dann einmal die Treppe, die nach oben führt, in den Loftbereich. Da ist gegebenenfalls noch Platz für einen Pufferspeicher. Müssen wir mal schauen. Wichtig ist nur hier die Horizontale auch, dass wir jetzt nicht anfangen und vielleicht die eine Seite zu sehr beladen. Wir packen euch gerne auch in die Kommentare nochmal einen Link. Da wurde mal demonstriert, wie sich so ein Anhänger verhalten kann, wenn er nicht gut beladen ist, wenn beispielsweise auch hinten viel zu viel Gewicht ist. Das hilft immer wieder zur Orientierung, dass man da auch wirklich den Fokus drauf legt, gerade wenn man das Haus regelmäßig bewegen will. Ganz spannend, da mal reinzuschauen. Ja, aber wir haben ja ein Glück schon von der Auslegung des Hauses mehr Gewicht auf der Deichsel, was ganz gut ist. Mhm. Ja, so viel dazu. Genau, wir werden uns jetzt also, wie ihr das in der Pyramide gesehen habt, sukzessive von unten nach oben vorarbeiten. Priorität Nummer 1 haben die Versorgungssysteme. Wir werden euch wissen lassen, wie dann unsere Entscheidung gefallen ist. Und machen parallel weiter mit der Planung des Podests und der Raumaufteilung. Genau. Wiegen mal alles parallel ab. Bei der Gelegenheit könnt ihr gerne den Kanal auch abonnieren, wenn ihr ein Teil davon sein wollt. Genau, wir werden sicher noch einige Details damit euch teilen, wenn ihr dazu Lust habt. Und es gibt noch eine kleine Ankündigung für kommende Woche. Da wird es nämlich nicht um unser Tiny House gehen. Wir haben eine Hochzeit, auf der wir spielen werden. Und da müssen wir uns auch ein bisschen vorbereiten kommende Woche. Wir nehmen eines der Stücke auf, teilen das gerne mit euch. Für die Leute, die darauf gar keine Lust haben, die wissen jetzt schon Bescheid. Nächsten Sonntag ist dann nichts für sie dabei. Und dann die Woche darauf wieder ein Video, sicherlich zum Thema Tiny House, weil da sind wichtige Entscheidungen jetzt noch zu fällen. Und für alle Neuen, die dabei sind, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und bis vielleicht nächste Woche. Tschüss. Tschüss.